Hallo, herzlich willkommen in Ellis Garten. Ich bin Elli und heute geht es um das Zebrakraut, die Tradescantia zebrina. Das Zebrakraut ist eine Zimmerpflanze. Ihr habt ihr bestimmt schon mal gesehen, die sind in sehr, sehr, sehr vielen Haushalten vertreten, auch in Büroräumen, weil es eine sehr pflegeleichte Pflanze ist, eine ja, genügsame und zudem noch dekorativ. Also eine große Glückssache, so eine Pflanze zu haben. Die hat so, ja, in dem Fall hier so lilafarbene, silbrig glänzende Blätter, die relativ glatt sind. Die Unterseiten sind auch glatt. Also wenn man die anfasst, die sind so ja, fast so ein bisschen glitschig. Sie stammt ursprünglich aus Mexiko und Guatemala und braucht es demzufolge ein bisschen warm. Das heißt, sie wird im Normalfall ganzjährig in Zimmerkultur gehalten. Dort braucht sie einen hellen Platz, also sehr gerne einen sehr hellen Platz, aber keine direkte Sonne. Wenn sie von der Sonne angeschienen wird, dann passiert leider das, was bei vielen anderen Pflanzen auch passiert. Die Blätter, die verbrennen. Sie verbrennen und dann sieht es natürlich nicht mehr schön aus. Und im allerschlimmsten Fall gehen dann ganze Triebe ein. Und so ein Trieb, der kann bis zu 40 cm lang werden und hängt dann so schön runter, wenn man die als Ampelpflanze kultiviert. Dann ist natürlich besonders schade, wenn dann diese Triebe hinüber sind. Dann ist die Pflanze nicht mehr so dekorativ. Und in Zimmerhaltung kann sie das ganze Jahr über Blüten bekommen. Es muss nicht sein. Also es gibt tatsächlich Exemplare, die niemals blühen. Aber es gibt auch welche, die mal im Frühjahr, mal im Herbst, wie es ihnen gerade so einfällt, dass sie dann ihre Blüten bilden. Und was sie noch sehr gerne mag, ist eine hohe Luftfeuchtigkeit. Also dieses Zebrakraut, die hat es gerne, wenn die Luft so, ja, bevor es für uns schon wieder fast unangenehm schwül ist, das mag sie sehr, hat man normalerweise in Räumlichkeiten eher nicht. Deswegen kann sie gelegentlich mit Wasser eingesprüht werden. Ideal ist kalkfreies Wasser, kalkarmes Wasser zumindest, aber notfalls halt auch abgestandenes Leitungswasser. Hauptsache, sie wird gelegentlich ein bisschen eingesprüht. Die Pflege ist auch sehr einfach, halt gelegentlich gießen, also sie darf nie komplett austrocknen. Sollte natürlich allerdings auch keine Staunässe ausgesetzt sein, auch klar. Und vom Frühjahr bis zum Herbst gelegentlich düngen. Und wer mag, kann dieses Zebrakraut im Sommer auch gerne rausstellen. Da braucht es auch einen hellen Platz, aber auch auf gar keinen Fall Sonne. Passiert das Gleiche wie in Zimmerkultur. Sie wird verbrennen und natürlich auch keinen Regen ausgesetzt sein, weil dann wieder das passiert, was man auch nicht möchte, Staunässe. Also ein sonnen- und regengeschützter, heller Platz im Freien. Muss dann aber reingeholt werden, wieder sobald die Temperaturen unter 15 Grad fallen, weil das mag sie nicht. Und überwintert werden kann sie auch entweder halt da im Zimmer, wo sie halt das ganze Jahr überstand, oder in einem frostfreien, hellen Winterquartier, wo sie bis zu ja, Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad sehr, sehr gut verträgt. Nicht zu trocken. Zu trocken fördert leider die Schädlingsbildung. Da sollte man auch ein bisschen drauf achten. Also auch im Winter vielleicht ab und zu mal einsprühen. Und dieses Zebrakraut ist insofern sehr, sehr schön, weil es halt auch ungiftig ist für Tiere. Also nicht nur für Menschen, sondern auch Hunde, Katzen, Nager, wie auch immer. Die können da dran knabbern, wenn sie mögen. Ja, das haben meine Kater auch getan. Die haben tatsächlich an meinem Zebrakraut geknabbert. Deswegen habe ich jetzt hier so Ableger. Der ist hier leider nicht wirklich was geworden. Aber die anderen, wie man sieht, die haben ganz, 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 ganz schöne Wurzeln gebildet, sodass sie jetzt halt quasi schon wieder neu eingepflanzt werden und eine neue Pflanze bilden. Da macht man die unteren Blätter so ein bisschen ab, dass die nicht unbedingt mit in die Erde kommen. Können sie, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Und dann bekommt sie ein schönes, durchlässiges Substrat auf Nährstoffbasis. Das hat dieses Zebrakraut ganz gerne. Da kann sie rein. Und so ist auch die Art tatsächlich, also auch wenn man keine Kater hat, die irgendwie für die Vermehrung sorgen, dann, wenn man sein Zebrakraut vermehren möchte, dann schneidet man einfach ein paar von diesen Trieben ab. Also idealerweise immer drei. Also es hätte jetzt fantastisch geklappt, wenn er hier auch gewurzelt hätte. Man sollte tatsächlich immer drei zusammentun in ein Töpfchen, damit das fertige Pflänzchen dann halt auch gleich so ein bisschen buschig wird. Weil jetzt, naja, es sieht jetzt noch so ein bisschen mager aus. Es wird sich entwickeln, aber momentan ist es noch gewöhnungsbedürftig. Und dann kommt das jetzt natürlich noch in einen Übertopf und dann einen schönen, hellen Platz, ganzjährig in meinem Arbeitszimmer. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut.